Ja, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Bevor ich loslege, hätte ich dann noch eine Frage. Wer ist dafür, dass wir uns gleich die Narbe zeigen lassen vom Dr. Meyer? Der hebt einmal die Hand. Sehr gut, das machen wir gleich. So, der Dr. Meyer hat eben einiges erzählt, was man so, was bei Sportlern alles passieren kann, was eintreten kann. Er hat auch berichtet, dass oft auch eine Kreuzbandruptur eintritt. Das, was er nicht gemacht hat, ist natürlich zu erzählen. Das ist jetzt meine Aufgabe. Wie kann man denn diesen Menschen helfen? Wie helfe ich diesem Sportler, diesem Patienten? Und dazu möchte ich Ihnen jetzt mal ein paar Worte sagen. Bevor man jetzt ein vorderes Kreuzband wiederherstellt, sollte man sich vorher ein paar grundlegende Gedanken machen. Das erste ist, welches Transplantat wähle ich, welche Sehne entnehme ich und wieso und warum. Das zweite ist der Bohrkanal. Wie platziere ich den, warum platziere ich den so? Das ist unserer Ansicht nach das Wichtigste an der vorderen Kreuzbandplastik. Und ich denke, dass auch hier mit dieser Position letztendlich der Erfolg der Operation steht oder fällt. Des Weiteren muss man halt gucken, wenn man ein Kreuzband letztendlich wiederherstellt, darf man nicht vergessen, die Begleitverletzungen zu behandeln, nachzugucken, genauer nachzuschauen, ob da welche vorhanden sind. Und zu guter Letzt bleiben uns letztendlich die Fixierung. Welche Art der Fixierung wähle ich? Diese Gedanken sollte man sich vorher machen, um halt auch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Hinsichtlich der Transplantatwahl sind die zwei gängigsten, das wissen Sie wahrscheinlich auch alle, einmal die Patellasehne und einmal die Semitendinosus gracilis Sehne. Von der Stabilität her sind die fast ähnlich, da gibt es diverse Studien, da gibt es keine großen Unterschiede. Unserer Ansicht nach ist in den letzten Jahren hat sich da herausgestellt, dass die Morbidität der Patellasehne halt höher ist. Die Patienten haben in der Nachbehandlung Schmerzen im Bereich der Kniescheibe, im Bereich der Kniescheibensehne. Das wiederum haben wir bei den Hamstrings nicht. Dementsprechend favorisieren wir hier in der Klinik, und das machen wir hier auch standardmäßig, die Hamstrings-Entnahme. Ein kleiner Schnitt hier, medial der Tuberosus Tibia, dann circa 2 cm. Die Kniescheibe selber und die Patellasehne bleiben da unangefasst, und dementsprechend ist halt die Morbidität geringer. Kommen wir zu der Bohrkanalplatzierung. Das sagte ich bereits am Anfang, das ist eines der wichtigsten Schritte in der vorderen Kreuzbandchirurgie. Der Bohrkanal sollte, wenn es geht, weitgehend dorsal, an der dorsalen Kante der lateralen Femurkanüle gesetzt werden. Man sollte vorher das Ganze gut sichtbar machen, gut frei machen, dass man da auch wirklich alles sehen kann und auch hinkommt mit dem Bohrer. Wenn man eine mangelnde Visualisierung hat, das heißt, wenn man das nicht genug frei gemacht hat, kommt es letztendlich dazu, dass man Kompromisse eingeht. Der Operateur wählt dann hier den Bohrkanal in den blauen Bereich, anstatt den hier in den roten Bereich zu setzen, und schon ist letztendlich das Scheitern der Operation vorprogrammiert. Hierzu ein Röntgenbild. Man sieht sich einmal die seitliche Aufnahme an. Dieser Patient kam wieder. Dieses Implantat hat, wie Sie wahrscheinlich selber sehen, nicht das gebracht, was wir uns erhofft haben. Das ist eine Katastrophe. Der Bohrkanal ist viel zu weit ventral. Das konnte auch nicht funktionieren. Dann hier im Bereich dieses Bildes hier sieht man auch, man kann auch hier sagen, man muss das nicht akzeptieren. Der Bohrkanal kann hier auch weiter nach dorsal gelegt werden, um eine bessere Stabilität zu erreichen. Wir sagten, wir müssen alles frei präparieren, um den Bohrkanal letztendlich an die dorsale Kante der lateralen Femurkanüle hinzubekommen. Es ist nur das wichtig, sondern man muss auch versuchen, diese anatomische Position wieder hinzubekommen, wie das natürliche Kreuzband. Dann muss man das versuchen, hier die Bohrung schräg zu machen, in Höhe der, so wenn man das als Uhr betrachtet, bei 10.30 Uhr. Und um das zu erreichen, braucht man natürlich auch das nötige Equipment. Das Ganze ist auch einfacher, wenn man hier so einen elektrischen Beinhalter hat. Da sitzt nicht der Dr. Meyer drunter, der das Knie bewegt, sondern der Kollege hier nebenan macht das mit dem Fußschalter. Hier sieht man jetzt in diesem Video, wie das mit dem Bohren funktioniert. Hier wird auch vom anteromedialen Zugang geht man hier auch. Das ist auch eine Besonderheit. Man bohrt nicht transtibial, man geht hier ganz nach dorsal. Und auch diese 10.30 Uhr Position ist sehr wichtig. Das Ganze, wenn es fertig ist, sieht es dann so aus. Hier ist der Bohrkanal, die dorsale Kante. Man hat sich das gut dargestellt. Viele haben auch Angst, hier nach hinten durchzubrechen. Da muss man eigentlich keine Angst haben, wenn das Knie gut gebeugt ist. Auch mit diesem elektrischen Beinhalter ist eigentlich relativ einfach.
Sie sehen, ich reite sehr viel auf diese Platzierung rum. Das ist auch wichtig. Dementsprechend wollen wir uns auch immer verbessern, machen auch Qualitätskontrollen mittels CT, um hier einmal den Tunneleingang, die Tunnelmitte und letztendlich auch das Tunnelende zu bestimmen. Das Ganze machen wir in der koronaren Aufnahme als auch in der seitlichen Aufnahme, so dass man wirklich sehen kann, okay, der Bohrkanal war hier gar nicht mal so schlecht gesetzt. Kann man mit zufrieden sein. Während der Kollege letztendlich diese Löcher bohrt und so, wird der andere schon dabei sein, um die Sehne zu präparieren. Es ist wichtig, halt zu wissen, welche Fixation ich nehme. Dementsprechend wird die Sehne präpariert. Die Sehne wird hier markiert, ca. 2 cm, dann wird sie verdichtet. Dann muss festgelegen, welche Bohrerdicke ich benutze. Das wird Ihnen gleich dann auch der Dr. Meyer bei der Live-Operation zeigen, wie das Ganze dann läuft. Anschließend wird dann letztendlich das Transplantat implantiert, hier im Bereich des rechten Kniegelenks, hier im Bereich des linken Kniegelenks. Sie sehen ganz weit nach Dorsal diese 10.30 Uhr Stellung. So sollte es sein, dass man hier eine Kreuzung hat zwischen dem hinteren Kreuzband. Dann gibt es ja noch eine Besonderheit im Bereich der Kreuzbandchirurgie. Das wollte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten, aber wahrscheinlich kennen das auch viele. Das vordere Kreuzband ist eben nicht nur ein reiner 32 mm langer Bindegewebsstrang. Wir alle wissen, dass die Spannungsrezeptoren eine entscheidende Rolle hinsichtlich der Funktion spielen. Dementsprechend besteht das vordere Kreuzband eben aus multiplen Faszikeln. Und vom makroanatomischen Aufbau her bilden diese Faszikel ein anteriomediales und ein posterolaterales Bündel, welche halt in den verschiedenen Flexionsgraden des Kniegelenkes eine unterschiedliche Spannung aufweisen und erst in ihrer Gemeinsamkeit die volle Funktion des vorderen Kreuzbandes übernehmen. Warum erzähle ich Ihnen das? Es gibt halt Besonderheiten oder selten, wo auch Patienten kommen, die wirklich tatsächlich sich nur das vordere Bündel oder das hintere Bündel gerissen haben, und wir versuchen da so vorzugehen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, und versuchen dann auch das einzelne Bündel zu ersetzen. Hier sehen wir ein anteriomediales Bündel, was gerissen ist. Das sieht man hier vorne, das gleiche Kniegelenk, das ist das posterolaterale, hier einschießen in die dorsale, laterale Femurwand. Das ist noch vollkommen erhalten. Anschließend wird das rekonstruiert. Hier ist das anteriomediale Bündel, dahinter das posterolaterale, hier sehen Sie das hintere Kreuzband. Das Ganze gibt es natürlich auch umgekehrt herum. Hier sehen Sie das anteriomediale Bündel. Dahinter sieht man jetzt gleich hier im Bereich der lateralen Femurwand, wo das posterolaterale Bündel ausgerissen ist, und auch im Bereich des Tibiaplateaus hier. Hier vom OP-Vorgang her sieht man hier die Kardradführung, dorsal, 10.30 Uhr Position. Hier hat man aber auch nicht so viel Platz, um den tibialen Bohrkanal zu setzen. Dementsprechend muss das intakte Bündel geschützt werden. Dann dringt man hier einen mit einem 4,5 mm Bohrer ein. Und anschließend sieht man dann hier in diesem Video, wie das posterolaterale Bündel hinter dem anteriomedialen Bündel hier durchgezogen wird. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt meines Vortrages, und zwar zur Wahl der Fixation. Hier muss man sagen, diese Bilder muss man wirklich nicht mehr sehen, die sind veraltet. Man sieht hier, die Schrauben sind etwas dicker, größer. Vor allem hier ist die Schraube vom Femoral gesetzt worden. Der Schnitt hier war größer als der Schnitt zur Entnahme der Sehne. Das muss wirklich nicht mehr sein. Also diese Bilder sollten wirklich der Vergangenheit angehören. Ebenfalls solche Fixationsmethoden sollte man auch in Zukunft nicht mehr sehen, mit dieser Krampe, wo man hier im Bereich der Tuberosa Tibia das Kreuzband fixiert. Auch hier die Schraube ist nicht mehr der Stand der Dinge. Die drei modernen Fixationsprinzipien sind einmal die Kompression durch die bioresorbierbaren Schrauben, einmal die Querverriegelung durch das Rigid-Fix-System und die Längsaufhängung durch das Endobutton-System. Hier sehen Sie, wir bevorzugen bei uns die Fixation mit der bioresorbierbaren Schraube. Hier im Bereich des tibialen Anteiles wird das schön eingedreht. Wird hier einmal das Rigid-Fix-System, die Querverriegelung, auch eine elegante Methode, ja, nicht so invasiv. Ja, ich möchte einmal zusammenfassen. Grundsätzlich muss man einfach sagen, wir favorisieren hier in der Klinik letztendlich die Hamstrings-Transplantate wegen der wenigeren Morbidität, die die Patienten danach haben. Die anatomische Tunnelanlage ist das Wichtigste unserer Meinung nach, um den Erfolg der Operation zu bekommen. Das ist das A und O. Wenn der Tunnel nicht richtig sitzt, der Bohrkanal nicht sitzt, hat man auch nicht die Instabilität, die man sich wünscht. Die Operation des vorderen Kreuzbandes sollte standardisiert ablaufen. Alle, die mitmachen, sollten wissen, worum es geht, sollten das auch öfters machen. Und das technische Equipment sollte eine Klinik verfügen, die sich mit Kreuzbandplastiken beschäftigt. Schlussfolgerung letztendlich muss man sagen, die Kreuzbandplastik letztendlich gehört in die Hand eines Spezialisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus